Hallo und herzlich willkommen zurück zu Castle. Hier ist Sabine die Cat. So, als erstes nehmen wir mal hier die Leiter mit, die halbe. Dann gehen wir vor hier zu dem Schrank. Da ist das nächste Wimmelbildspiel. Wir brauchen einen Kurbelgriff, Muschel, Sonnenbrille, einen Schirm, Fahrradsattel. Pfannenwender, SpongeBob hätte seine Freude. Toucan. Computerkabel, das sind noch die ganz alten. Abzieher. Dann brauchen wir Peace-Symbol. Dann haben wir da oben den Marker und da haben wir ein fast fertiges Peace-Symbol. So, du musst da ran. Für das Fossil nehmen wir hier den Hammer. Jetzt brauchen wir nur noch die Kopfhörer, da brauchen wir da das Brecheisen und links die Kiste. Dann haben wir die Kopfhörer. So, wir erhalten einen Kurbelgriff und dann gehen wir mal rein zum Ort des Verbrechens. Sieht aus, als ob er noch nicht lange tot ist. Vielleicht ein paar Stunden. Sicher kann ich mir erst sein, wenn ich ihn im Labor habe. Viel Spaß, Leni. Wir nehmen auf jeden Fall die Zange hier mit. Eine Nietzange. Dann schauen wir sich ein wenig um. Die ist gefroren. Da müssen wir erst was finden zum Auftauen. Hier bei der Werkbank kriegen wir einen Handbohrer. Die brauchen wir auch später noch. Und jetzt gehen wir erstmal wieder hinaus zum Bootsteg. Da haben wir eine Hummerfalle. Mit der Nietzange können wir das hier rausziehen. Dann bekommen wir eine Niete und eine Kette. So, auch hier können wir momentan weiters nichts machen. Dann gehen wir nochmal zurück ins Bootshaus. Ganz links. Da können wir jetzt die Fahrradkette einfügen und das Ganze mit der Niete festmachen. Ey, ey, komm, 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 komm. Da musst du rein. Wir brauchen den Kurbelgriff, nicht die Niete. So, Kurbelgriff. Dann erhalten wir Moby Dick. Oder wenn du so willst, wie so viele staubige Ameisenhaufen stehen sie vor mir und ich allein bin ihr Gegenstück. Oh, es ist so schwer, dass das Gegenstück selbst dahinschwindet, um die anderen auszulösen. Was ich gewagt habe, habe ich so beabsichtigt. Und was ich beabsichtigt habe, werde ich auch tun. Sie halten mich für verrückt, Starbuck auf jeden Fall. Aber ich bin dämonisch. Ich bin von Wahnsinn verrückt geworden. Hallo, ich wollte das noch fertig lesen. Wir haben Petermans Adresse herausgefunden. Sein Nachbar hat von verdächtigem Verhalten kürzlich gesprochen. Wir werden der Sache nachgehen. Dort muss ein Beweis sein, dass er unser Killer ist. So, ich will das jetzt noch fertig lesen. Cricketspieler, ihr Boxer, ihr tauben Burks und blinden Bendigos. Ich werde nicht sagen, was die Schuljungen zu den Rabauken sagen. Ärgert jemanden, der euch gewachsen ist, aber schlagt mich nicht. Nein, ihr habt mich niedergeschlagen, aber ich bin wieder aufgestanden. Aber ihr seid weggelaufen und habt euch versteckt. Kommt hervor hinter euren Baumwollsäcken. So, dann gehen wir jetzt zu Petermans Haus. Da öffnen wir als erstes mal die Garage und da haben wir das nächste Wimmelbildspiel. So, Kopfhörer, Gießkanne, Elefant. Taschenlampe, Schreibtischschlüssel,
Mülltonnendeckel, Lampe, Säge, Trichter. Lampe, Säge, Trichter, Mülltonnendeckel, Taschenlampe. Ist hier. So, dann brauchen wir einen Drachen. Dann nehmen wir mal das Tuch hier. Dann kriegen wir den Drachen. Da ist die Kamera. So, jetzt brauchen wir noch den Footballspieler. Federbackel. Braucht man für den Lastwagen. Footballspieler. Footballspielerfigur. Ist eh klar. Da ist sie. So, jetzt haben wir einen Schreibtischschlüssel. Dann gehen wir mal hier vor. Da haben wir eine Gartenschere. Da brauchen wir dann zwei Flügel. Mit der Gartenschere können wir jetzt zurück ins Bootshaus gehen. Zum Boothaus. Hinten an der Wand hängen nämlich zwei Ruder. Die können wir jetzt mit der Gartenschere auseinanderschneiden. Das Ruder fügen wir hier bei der Werkbank ein. Machen ein paar Löcher rein mit dem Handbohrer. Und können das mit unserer halben Leiter zu einer ganzen Leiter zusammenbauen. Und dann können wir auch beim Peterman ins Haus rein. So, dann schauen wir mal zum Schreibtisch hier. Wir haben den Schreibtischschlüssel. Da kriegen wir Zündhölzer. Dafür brauchen wir dann einen Hammer, dass wir das zerschlagen können. Dann gehen wir zum Ofen. Da gehört jetzt unsere Niete hin. Ich bin froh, dass dieses Kind endlich mal auf die Nase gefallen ist. Hoffentlich nimmt es sich das nächste Mal meinen Rat zu Herzen und schreibt etwas mehr Mainstream. Du hast meine Karriere sabotiert. Ich werde dein Leben sabotieren. So, dann kriegen wir einen rechten Flügel. Dann gehen wir zu den Kartons hier. Da kriegen wir einen Kerzenständer. Den entzünden wir. Und dann gehen wir zurück zum Boothaus. Bootshaus. Mit dem Kerzenständer, mit dem Kerzenleuchter, da können wir jetzt die Tiefkühltruhe hier auftauen. So, dann kriegen wir dann Meißel und einen Hammer. Das ist ein super Ort, um das Ganze aufzubewahren in der Tiefkühltruhe. Beim ersten Mal dachte ich, da liegt die nächste Leiche drin, aber gut. Dann gehen wir jetzt wieder zum Petermans Haus. Wieder rauf. Der Ofen brennt ja noch, also es ist noch nicht so lange her, dass der weg ist. Zum Schreibtisch und mit dem Hammer können wir jetzt das hier kaputt schlagen. Die, die nicht schreiben können, kritisieren die, die nicht kritisieren können, sterben. Gut, ich schätze, Samuel Myers war auch kein großer Fan von Martin Peterman. Das ist eine der schlimmsten Kritiken, die ich je gelesen habe. Peterman hat es wohl als Motivation aufbewahrt, ein besserer Schriftsteller zu werden. Das oder als Erinnerung, wer sein Ziel ist, wenn er endgültig durchdreht. Auf jeden Fall kriegen wir jetzt Flügel Nummer 2. Telefon läutet auch schon wieder. Du wirst es nicht glauben, aber Peterman hat sich nicht selbst getötet. Er wurde ermordet. Was? Wie kommst du darauf? Ich habe in seinem Blut eine tödliche Dosis von Wasserschierling gefunden. Das ist eine giftige, exotische Pflanze. Er war auf jeden Fall tot, bevor er gehangen wurde. Das wurde nur inszeniert, damit es wie Selbstmord aussieht.
Deshalb haben wir Beweise gefunden, die ihn mit jedem Opfer in Verbindung bringen. Er wurde reingelegt. Das heißt, unser Killer ist immer noch auf freiem Fuß. Vielleicht gibt es hier irgendwo einen Hinweis auf die nächste Zielperson. Gut, wir gehen auf jeden Fall einmal runter. Jetzt können wir ja beide Flügel einfügen. Meine liebste Catherine, ich denke daran zurück, wenn ich dich das erste Mal sah. Und die Wärme, die mich so überwältigte. Wir waren zwei verlorenen Seelen, die einen Platz suchten, wo sie hingehörten und sie selbst sein konnten. Ich hätte das für dich sein können, aber du hast mich zurückgewiesen. Du hast die Nähe eines anderen gesucht, jemanden, der dich nie so wie ich verstehen würde. Du bist meine zweite Hälfte und ich werde dich mit niemandem teilen. Niemals! In Liebe, Martin. Er behauptet, dass er Catherine Saunders geliebt hat, versucht sie dann aber zu ermorden. Ich bin mir nicht sicher, wie jemand so einen Gedankensprung machen kann. Nun ja, dann hatte Martin wohl nicht alle Schrauben beisammen. Scheinbar hat sein Ärger seine Handlungen beeinflusst. Außerdem hatte er ein leicht getrübtes Realitätsverständnis. Da bekommen wir eine Schreibmaschinentaste. Mit der Taste können wir jetzt wieder hinaufgehen und hier einfügen. So, ich würde aber sagen, bevor ich jetzt hier weitermache, mache ich eine kurze Pause. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ich würde mich sehr freuen über ein Like. Vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke anzuschalten. Mehr gibt's beim nächsten Mal. Tschüss!